Es wird Zeit für eine neue Folge Film News und starten wir mit der kommenden Spider-Man-Serie, die auf Amazon bzw. Amazon Prime Video herauskommen soll, mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Ja, richtig gehört. Zunächst hieß die nur Noir, jetzt heißt die Spider-Noir. Die Dreharbeiten sollen ab September beginnen und dementsprechend gibt es jetzt immer mehr Nachrichten rund um Zuwächse bei der Besetzung. Aber worum geht es erst einmal? Nicolas Cage soll in Spider-Noir einen alternden Detektiven verkörpern, der einst als Spider-Noir, als Superheld unterwegs war, und genau diese Figur, die kennen wir doch schon aus Spider-Man: A New Universe, dem Animationsfilm, den ihr unbedingt gesehen haben solltet, weil der hat nicht nur umsonst, einen Oscar gewonnen, sondern der ist richtig gut und Nicolas Cage hat da schon besagte Rolle in der Originalversion vertont. Auch in der deutschen Version hat man die richtige Synchronstimme gewählt, nur dass diese Figur aus dem Animationsfilm doch ein bisschen anders angelegt sein soll als dann hier in der Serie Spider-Noir. Wissen wir jetzt aber auch, wer der Bösewicht sein soll, nämlich Brandon Gleeson. Welche Figur er genau verkörpert, wissen wir nicht, aber er wird der Antagonist und Brandon Gleeson ist ein richtig geiler Charakterdarsteller. Egal, ob in Filmen wie Brügge sehen und sterben oder sei es in den Paddington-Filmen, sei es zuletzt in Banshees of Inisherin für die Rolle, für die er Oscar nominiert war, wann immer der auftaucht, auch in großen Franchises wie Harry Potter, schafft er es immer, seinen Figuren einen gewissen Stempel aufzudrücken, weswegen wir jetzt schon Held und Gegenspieler kennen aus der Serie. Und dazu gesellt sich noch ein Daily Bugle Journalist, nämlich Robbie Robertson, wird gespielt von Lamorne Morris. Und das sind quasi die beiden neuen Namen rund um Spider-Noir, der Serie, wo ich gespannt bin, ehrlicherweise, was sich dahinter verbergen wird. Und ich freue mich sehr, dass Nicolas Cage in den letzten Jahren wieder so eine richtige Renaissance bekommt. Ich habe immer so Bock, den zu sehen. Der geht mit so viel Leidenschaft in seine Rollen, dass es krass, aber immer auch schweinecool ist. Scarlett Johansson tanzt auf so richtig vielen Hochzeiten gleichzeitig, beziehungsweise kann man sie auf vielen Bühnen gefühlt aktuell sehen und bei ihr läuft es ja seit über einer Dekade richtig gut, aber gerade irgendwie nochmal besonders gut. Allein in dieser Woche konnte man sie in der NBC Morning Show Today sehen, als die Moderatorin ihr ein Video oder eine Videobotschaft einspielte von Jeff Goldblum höchstpersönlich, der sie willkommen hieß in die Familie von Jurassic. Denn Scarlett Johansson wird im kommenden Jurassic World Film von Gareth Edwards inszeniert, als neue Hauptdarstellerin zu sehen sein und mit den Worten von Jeff Goldblum letztendlich willkommen geheißen zu werden mit: Du wirst einen Weg finden, nicht gefressen zu werden, es sei denn, du willst es. Angelehnt natürlich an die Worte, das Leben findet immer einen Weg. Ist das nicht nur ikonisch, sondern war für sie selbst ein absoluter Fan-Moment. Den verlinken wir euch auch in der Infobox, falls ihr den ganzen Beitrag sehen wollt an dieser Stelle. Und sie selbst sagt auch so, jetzt kann sie in Rente gehen, sie hat alles erlebt an dieser Stelle. Aber nicht nur das, da bald der Jurassic-Franchise-Gedanke anklopft. Sie übernimmt auch ihre erste Hauptrolle in einer Serie, nämlich in der Amazon-Serie Just Cause oder auch bekannt als Der Sumpf. Und der Fun-Fact ist hier irgendwie schon ganz spannend, dass es von diesem Stoff schon mal eine Verfilmung gab vor 30 Jahren mit Sean Connery in der Hauptrolle und damals spielte sie eine kleine Nebenrolle als 10-jähriges Mädchen. Das ist schon ein krasser Bogen, dann jetzt wieder in der Serie dabei zu sein, in ihrer ersten Serienhauptrolle. Und als wäre das alles nicht genug, ist sie heute auch noch hier in der Stadt, bei uns zumindest in Berlin, und stellt ihren Film To the Moon zusammen mit Channing Tatum vor. Der Film startet ab morgen in den deutschen Kinos und da muss man sagen, bei Scarlett Johansson läuft es nicht nur seit über 10 Jahren, sondern gerade jetzt nochmal so richtig gut. Fast and Furious 11 wieder back to the roots. Tyrese Gibson hatte das ja schon angekündigt und jetzt erscheinen so die ersten Social Media Posts von Vin Diesel rund um sein Fahrtraining oder auch jetzt von einem Truck, bei dem man sieht, dass er ältere Muscle Cars auf einer Rennstrecke abliefert, schon auch an die Originalfilme zu erinnern. Und da muss man sich auch mal ganz klar wachrufen, dass Fans seit 10 Jahren gefühlt immer wieder sagen, die Fast and Furious Reihe ist schon lange nicht mehr das, was sie mal war. Früher war es Straßenrennen, es waren einfachere, es waren kleinere Geschichten rund um Familie, rund um Ehre und rund um Autos und wahrscheinlich den Geruch von heißem Asphalt. Aber dann wurde es immer größer, immer globaler, immer weiter, immer absurder. Und man musste den Cast immer wieder mit neuen Stars bestücken, sodass auch die Produktionskosten explodierten. Und da muss man sich mal überlegen, dass Fast X, also der 10. Fast and Furious Teil, zuletzt ein Produktionsbudget gehabt haben soll von $340 Millionen. Damit ist er einer der teuersten Filme aller Zeiten, wenn nicht sogar der teuerste Film aller Zeiten. Und da kommt dann noch das Marketingbudget obendrauf. Und da muss man sich mal
mal überlegen, dass ein Studio nur ungefähr die Hälfte von einem Kinoticket wiederbekommt. Und wenn dann die Einspielergebnisse weltweit nicht mitskalieren mit diesem Produktionsbudget, dann hat man echt ein Problem. Und so müssen Filme wie Fast and Furious 10 dann wahrscheinlich über VOD-Streaming und TV-Auswertung erst in die Gewinnzone kommen. Kurzum, vielleicht zieht man hier einfach den Stecker und sagt ganz ehrlich, mach's wieder kleiner und geh wieder zurück. Und so hat Vin Diesel selbst geschrieben, dass sich Fast and Furious 11 eher wie ein amerikanischer Roadtrip anfühlen soll und damit wahrscheinlich wieder Back to the Roots. Wie man jetzt nun nach dem Cliffhanger vom 10. Teil damit arbeitet und wahrscheinlich Dwayne The Rock Johnson in einem eigenen Hobbs-Film einspringen wird, um diesen Strang wahrscheinlich weiter mit Dante und Co. weiter zu erzählen und wie man dann Vin Diesel als Dom Toretto wieder in seine ursprüngliche Position zurückbekommt, darf man mal gespannt sein, aber endlich scheint man auf Fans zu hören und Fast and Furious geht wieder dahin zurück, wo es ursprünglich mal herkam und seine Fans gewonnen hat. Es geht weiter mit den Prequels, Sequels und Remakes in Hollywood und in den vergangenen Tagen sind wahrscheinlich die beiden größten Informationen zum einen, dass Disney Der Teufel trägt Prada 2 in Auftrag gegeben hat. Ja, ihr hört richtig, denn der 18 Jahre alte Der Teufel trägt Prada hat weltweit eine richtig große Fanbase und nicht wenige davon gucken diesen Film sicherlich jährlich mindestens einmal und ich muss auch sagen, die Vibes rund um dieses, ja was ist es, eine Fashion-Dramedy ist richtig cool, die Besetzung vor der Kamera mit die größte Star-Power an Frauen und Qualität der schauspielerischen Art, die man finden kann. Meryl Streep Oscar nominiert als die Chefin des Runway Magazins, angelehnt an der realen Figur der Anna Wintour von der Vogue. Und gleichzeitig haben wir noch eine Anne Hathaway und eine Emily Blunt. Und ob die drei dann aber zurückkehren würden für eine Fortsetzung, ist fraglich. Für Fans aber sicherlich die Bedingung, um überhaupt zu sagen, okay, das will ich mir auf jeden Fall ansehen. Man versucht auf jeden Fall die gleiche DNA zu übernehmen, denn Madeleine Brosh McKenna hat man die gleiche Drehbuchautorin wie vom ersten Teil engagiert und David Frankel soll wahrscheinlich auch die Regie übernehmen und damit sind das schon mal zwei wichtige Spitzenpositionen, aber dennoch bin ich so ein bisschen skeptisch, weil der erste Teil ist ikonisch, der ist richtig gut gemacht, der hatte seine Momentum, der hatte seine Zeit, der hatte einfach genau den Finger in der richtigen Wunde und auf dem, worauf die Leute Lust hatten zu dem Moment. Ob das jetzt 18 Jahre später an der Legacy kratzen könnte, ist immer so eine gewisse Gefahr. Deswegen bin ich skeptisch und hoffe, dass die drei vor die Kamera am besten noch mit Stanley Tucci zusammen wieder zurückkehren. Und die andere Info ist, dass für eine Handvoll Dollar ein Remake bekommen soll. Ja, der Sergio Leone-Film von 1964 mit Clint Eastwood. Da muss man aber fairerweise auch sagen, der Film war selbst schon ein Remake damals. Aber trotzdem, dass es jetzt auch nach 60 Jahren eine Neuverfilmung gibt, klar, da gibt es inzwischen ganze Generationen, die man neu an den Stoff heranführen kann. Das sind wohl die zwei größten Informationen rund um Hollywood im Wahn von Sequels, Prequels und Remakes. Animationsfilme kassieren an den Kinokassen ab. Wenn es bunt, witzig, herzlich und für die ganze Familie wird, dann scheint das das Mittel zu sein, um Geld zu verdienen weltweit an den Kinokassen. Und auch im letzten Jahr war ja der Super Mario Brothers Film der zweiterfolgreichste Film hinter Barbie. Und in diesem Jahr knackt aktuell alles steht Kopf, alle Rekorde. Ist inzwischen schon mit seinem weltweiten Einspielergebnis von 1,2 Milliarden Dollar nicht nur der erfolgreichste Film des Jahres, sondern auch der erste, der die magische 1 Milliarde Dollar Grenze geknackt hat, zählt zu den 25 erfolgreichsten Film aller Zeiten und auch in Deutschland hat er zum Beispiel Dune 2 überholt als den besucherstärksten Film und dürfte diese Woche 3,5 Millionen Besucher knacken und irgendwo zwischen 4,5 und 5 Millionen landen, was wirklich, wirklich stark ist. Aber noch interessanter finde ich, dass wir Ich einfach unverbesserlich 4 hier in der Pipeline haben, denn der ist in den USA schon angelaufen über das quasi verlängerte Kinowochenende mit dem Unabhängigkeitstag am 4. Juli, wo sicherlich ein paar mehr Leute sich auch denken, ach warum nicht ins Kino gehen und er spielte zum Start in den USA starke 122 Millionen Dollar ein und steht weltweit schon bei 250 Millionen, ist aber in einigen wichtigen Märkten, wie beispielsweise Deutschland, noch gar nicht gestartet, denn da kommt er jetzt diese Woche erst raus und das könnte dann der nächste Film sein, der die 1 Milliarde Dollar Marke knackt dieses Jahr und dann hätten wir zwei Animationsfilme an der Spitze. Kurzum, Animationsfilme rocken momentan die Kinocharts und das finde ich ehrlicherweise spannend. Mal sehen, wie sich das im Laufe des Jahres noch so entwickeln wird. Aus für eine DC-Serie, dass sich die Zukunft von DC ganz neu formt und wandelt unter den neuen DC-Studios und der Leitung von James Gunn, sollte inzwischen jeder mitbekommen haben. Kickoff wird ja Superman Legacy sein, aber neben dem kommenden DC-Universe gibt es ja noch eine eigene Welt, in der andere Figuren auch existieren dürfen, wo Matt Reeves, The Batman mit Robert Pattinson, als recht junger, dunkler Ritter und Detektiv in Gotham City seinen Platz hat. Es wird auch The Batman 2 geben und es wird auch die eigene Ablegerserie rund um den
dem Pinguin mit Colin Farrell in der Hauptrolle geben. Aber eine andere Serie, die geplant war, scheint jetzt gewissen Budgetkürzungen zum Opfer gefallen zu sein. Die Rede ist von der Arkham Asylum-Serie. Die hieß mal Gotham Central, sollte sich mit der Polizei in Gotham City auseinandersetzen. Und ohnehin gab es immer wieder inhaltlich Schwierigkeiten, den richtigen Ton zu finden und wohin die Serie gehen soll. Nun wurde sie ganz eingestampft und dabei sollte es auch ein Projekt von Matt Reeves werden. Und das wäre spannend gewesen, weil der hat normalerweise sehr interessante Visionen. Aber wird nun nicht mehr kommen. Die Arkham Asylum-Serie, muss man allen DC-Fans ganz klar so sagen, hat vorerst keine Pläne, umgesetzt zu werden. Und hier noch zwei Kurzfilm-News zum Abschluss dieser Folge. Zum einen hat Conjuring 4 einen Kinostarttermin. In den USA wird der am 5. September 2025 rauskommen. Und bei uns dürfte das dann traditionell, weil bei uns die Filme ja donnerstags statt freitags erscheinen, der 4. September werden. Und Anthony Mackie hat den 4. Juli als Feiertag in den USA genutzt, um auf Social Media ein Bild von sich als Captain America in seinem neuen Anzug zu präsentieren. Und da würde mich zum Abschluss eure Meinung interessieren. Wie findet ihr den Look? Weil ich persönlich muss sagen, der Anzug erinnert mich zu sehr an Steve Rogers und der gesamte Look irgendwie ein bisschen zu sehr an A-Train aus The Boys. Mir fehlt da so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal. Huckt mich ehrlicherweise nicht. Und damit bin ich am Ende dieser Folge Film News. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten. Hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.